Moin, wir schauen uns heute die Multitasking-Fähigkeit des iPads an. Multitasking ist das gleichzeitige Bearbeiten von verschiedenen Aufgaben und bei einem Tablet ist es dann, wenn ich verschiedene Apps gleichzeitig verwende. Ich habe hier jetzt zum Beispiel WebEx geöffnet, um damit eine Videokonferenz zu starten und gleichzeitig möchte ich zum Beispiel meine E-Mails kontrollieren oder Notizen machen. Würde ich die App einfach so öffnen, dann schließt sich ja die andere, also sie geht in den Hintergrund. Und wenn ich dann Notizen mache, könnte ich also niemand anderen sehen, die anderen Nutzer könnten mich nicht sehen, wäre eher blöd. Also möchten wir gern beide Apps nebeneinander. Das geht in zwei Schritten und für beide Schritte braucht man ein wenig Fingerspitzengefühl. Als erstes brauchen wir das Dock. Dazu wischt ihr von der unteren Mitte des Bildschirms ein bisschen nach oben. Also ganz vorsichtig, so ein kleines Stück. Da, wo bei mir auf dem grauen Rahmen Meetings steht, wische ich ganz langsam, ganz sachte nach oben. Wenn ich ein bisschen zu viel Schwung habe, dann schließt sich die App oder sie wird so ein bisschen kleiner, je nachdem, wo ich mit meinem Finger ende. Ja, also ganz zaghaft und vorsichtig ein bisschen nach oben gewischt. Jetzt nehme ich GoodNotes und möchte es mal rechts daneben ziehen. Wenn ich das schnell mache, ja, ist nichts passiert. Das war einfach zu schnell. Ich muss hier den richtigen Moment abpassen. Wenn ich das Ganze nämlich zu lange mache, ja, dann steht da einfach App teilen. Ich möchte die App aber gar nicht teilen, ist meine. Also auch blöd. Von daher, wir müssen es machen genau dann, wenn die App anfängt ein bisschen zu wackeln. Atmet einfach einmal tief ein und dann zieht ihr sie nach rechts. Und ja, das muss man anfangs ein bisschen üben. Und jetzt. Okay, ich kann sie jetzt hier loslassen oder ganz nach rechts ziehen. Wir schauen uns mal beides an. Wenn ich sie hier loslasse, dann öffnet sie sich über meiner eigentlichen App. Also die Haupt-App ist geöffnet. Ich sehe da nicht die ganze App, aber ich kann jetzt hier fleißig Notizen machen. Ich kann es außerdem so ein bisschen rumziehen. Unten sieht man ja diesen weißen Strich. Ja, da kann ich anfassen und auch zum Beispiel sagen, hier, ja, geh mal dorthin. Es wandert zwar sowieso wieder zurück, aber man kann es anfassen. Ja, immerhin so ein kleiner Fortschritt bei Apple. Gut, also es wird dann wieder automatisch angeordnet. Außerdem kann ich dort auch ansetzen, um sie wegzuschieben. Also wieder angefasst und weg damit, wenn ich sie nicht mehr will. Selbes Spiel also nochmal, um es wirklich daneben zu setzen. Ich hole mir das Dock und jetzt noch weiter nach rechts. Dann sieht man schon, dass die andere App so ein bisschen kleiner wird. Und wenn ich hier jetzt loslasse, dann teilen sie sich wirklich den Bildschirm und ich habe eine App auf der einen und die andere auf der anderen Seite. Das ist schon ganz nett. Ja, wie trenne ich die beiden Apps jetzt wieder voneinander? Wir sehen bei jeder App oben in der Mitte so einen kleinen Strich. Das soll anzeigen, dass man dort anfassen kann. Also kann ich hier entsprechend die App nehmen und jetzt an eine andere Stelle ziehen. Das habe ich ja eben schon mal gezeigt. Ich könnte sie jetzt auch wieder wegwischen und dann habe ich wieder nur eine App und könnte mir jetzt eine andere aussuchen. Also was nehmen wir denn mal noch Schönes? Nehme ich mal noch Padlet und ziehe Padlet mal an den linken Rand. Das hatten wir noch nicht. Und dann habe ich wieder zwei Apps gleichzeitig. Ja, jetzt habe ich mal keine Lust mehr auf die Videokonferenz. Ich fasse oben in der Mitte an und ziehe sie erstmal irgendwo hin. So, zum Beispiel einfach hier oben drüber. Jetzt könnte ich sie immer noch nutzen, während ich eigentlich in Padlet bin. Jetzt kann ich aber auch wieder unten anfassen und einmal hochbewegen. Und jetzt kann ich sie wegwischen und habe nur noch eine App. Ja, was ist denn jetzt aber, wenn ich eine App möchte, die ich gar nicht in meinem Dock habe? Ich möchte zum Beispiel mein Sketchbook verwenden, während ich eine Videokonferenz habe. Ja, aber hier unten ist gar kein Sketchbook drin. Ja, das ist blöd. Gibt natürlich eine leichte Lösung. Ich muss die App einmal verwenden und ich muss in den Einstellungen eingestellt haben, dass im Dock die letzten Apps angezeigt werden. Man sieht das hier, ich habe die letzten drei Apps auf der rechten Seite. Padlet und WebEx, weil ich die beiden als letztes hatte. Ja, ich möchte jetzt das Sketchbook, dazu öffne ich das einfach einmal und das reicht schon. Jetzt habe ich die App ja verwendet und damit steht sie unten rechts in dieser Anzeige. Jetzt kann ich also wieder dorthin gehen, wo ich eigentlich war. Und jetzt sage ich wieder, ach, ich würde gern was dazu zeichnen in Sketchbook.
Ich öffne also das Dock. Da ist Sketchbook. Und genau jetzt ziehen, rechts an den Rand. Und dann kann ich irgendwas hier über Alesia zum Beispiel aufschreiben. Caesars große Schlacht gegen Vercingetorix. Wir wissen es alle. Ja, ich hoffe, das war verständlich soweit. Und ihr könnt jetzt auch Multitasking am Tablet betreiben. Und damit noch einen schönen Tag.